Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Corona aktuell. Wir verzeichnen aktuell 136 Neuinfektionen. Damit sind aktuell etwa 1100 Personen in Düsseldorf mit dem Coronavirus infiziert. 488 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Düsseldorf bisher verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt bei 122,8. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorwoche. Letzten Donnerstag lag sie noch bei 83. Der höchste 7-Tage-Inzidenzwert findet sich bei den 20- bis 29-Jährigen mit 173. Der niedrigste bei den 60- bis 69-Jährigen mit 67,9. Der Anteil der Reiserückkehrer an den Neuinfektionen ist von 12,5 auf 17,6% gestiegen. Es werden 66 Infizierte in Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt, davon 13 auf den Intensivstationen. 9 der 13 Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft. Der wirksamste Schutz vor schweren Verläufen einer Corona-Infektion bleibt nach wie vor eine vollständige Impfung. Erfreulicherweise bleiben die Impfzahlen in den städtischen Impfstellen weiterhin konstant. Gestern waren es 553 Impfungen. Interessierte können sich bei uns in Düsseldorf weiterhin kostenlos in den dezentralen Impfstellen am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee montags bis freitags von 10 bis 17:30 Uhr impfen lassen. Ebenso wie an unserem Impfmobil. Das steht nächsten Montag, am 1. November, vor dem Ernst-Lange-Haus in Hassels. Am Dienstag am Gerikusplatz in Gerresheim, am Mittwoch am DRK Familienzentrum Plus in Hassels, am Donnerstag auf dem IKEA-Parkplatz in Reisholz und am Freitag an der Garatha-Tafel Julius-Raschdorff-Straße. Mit den Impfungen in den Arztpraxen wurden in Düsseldorf bis heute insgesamt 958.618 Impfungen vorgenommen. Über 463.000 Personen haben in Düsseldorf bereits einen vollständigen Impfschutz erhalten. Wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, bekommen alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer über 70 Jahren in den nächsten Tagen Post von uns, in der wir Sie bitten, die für Sie empfohlene Auffrischungsimpfung unbedingt wahrzunehmen, da der Impfschutz in dieser Gruppe aufgrund des nicht mehr so leistungsfähigen Immunsystems stärker abnimmt. Da es sich hier um eine Gruppe von rund 100.000 Personen handelt, erfolgt der Versand zeitversetzt in 3 Tranchen für die über 90-Jährigen, die über 80-Jährigen und danach die über 70-Jährigen. Bitte haben Sie also etwas Geduld, wenn Sie zu einer der jüngeren Altersgruppen gehören. Natürlich können Sie aber bereits jetzt, auch ganz ohne Anschreiben, mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin über die Auffrischungsimpfung sprechen. Passen Sie auf sich auf.